Moin, hört ihr mich? Einfach mal ganz kurz live, lange kann ich nicht, weil ich bin draußen. Und wenn ihr mich hört, dann ist gut. Wunderbar. Wie geht's, wie steht's? Geht gut, wunderbar. Dachte ich, gehe mal ganz kurz live. Auf dem Weg nach Hause mal kurz Pause gemacht. Nein, einfach unterwegs. Ist gut, dass ihr mich hört. Und zufrieden, Jamal, mit den Light Blue Intense? Nein, wir haben keine Ausgangssperre mehr. In Hamburg und überhaupt Schleswig-Holstein sind die oben immer, ja, wir hatten lange genug Ausgangssperre. Hamburg war der einzige, sag ich mal, Bundesstaat, das Bundesland, was schon lange, 5 Wochen vorher, immer ab 21 Uhr Ausgangssperre hatte. Und dadurch, dass wir jetzt nur noch bei 65 sind, dürfen wir wieder nach 21 Uhr raus und ein bisschen rumfahren. Deswegen bin ich auch unterwegs. In Hamburg trocken und ein bisschen entspannen. Wieso Davidoff? Wieso Davidoff? Was macht ihr denn? Habt ihr, na gut, ihr habt sonst, wenn ihr nicht aus Schleswig-Holstein kommt und Hamburg, dann habt ihr ja noch Ausgangssperre, ne? Na, ist ja auch bald zu Ende. Sonntag ist auch zu Ende, glaube ich. Endlich wieder im Auto, ja. Ich habe auch TikTok, Folgenstalk, auch da. Aber ich habe lange nichts mehr gemacht. Auch hier jetzt heute nur noch ganz kurz. Leider haben wir hier kein WLAN. Da, wo ich hin wollte, wo WLAN ist, es geht leider nicht. Und deswegen bin ich jetzt nur ganz kurz. Hauptsache, mal ganz kurz live gehen. Das ist ja wichtig. Im letzten Spiel hat Real gut gespielt. Ja. Ja, ist alles noch offen. Das war ein gutes Spiel, ja. Ich glaube, die Chancen stehen gut. Mal gucken. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann ist das Pech mit der Mannschaft. Halbfinale Champions League. Wir können auch Meister werden. Alles gut. Oh, nur 9. Schwer. Vinicius. Ist eigentlich gut, aber er verbraucht so viele Chancen, die wirklich wegballern. Das nervt. Da schnallt sonst so keiner mehr durch. David auf Verlex, 75 ml, 150 Euro fair. Pff, nee, tu, das ist zu viel. 175 voll. Frag erstmal, ob hinten der Flötenspieler drauf ist. Dann, also das ist die allererste Version, die bei Relax hinten, wenn hinten ein Flötenspieler drauf ist oder dieser Querflötenspieler, dann ist es die allererste Version. Wenn nicht, auch so 100, 125 Euro. Also 150 Euro kriegst du schon, oder hab ich, mein Kumpel hat da den großen schon bekommen für 100 ml, glaube ich, oder nee, 125, glaube ich. Also Emra von Aqua di Paris habe ich keine Top-Düfte. Die habe ich auch wirklich nicht so aus dem Kopf. Die habe ich früher mal blind gekauft. Der eine, der da ähnlich riecht wie der Oud Wood, glaube ich, oder ich habe keine Ahnung. Nenne ich Oud Wood, Black Oud oder keine Ahnung, von Montal. Der ist ganz geil. Ich muss mal hier rauf, hier geht immer. Ultra mir 125, 60 fair. Das ist soweit in Ordnung, wenn es dann noch die ältere ist.
Mugler Pur Malt finde ich sehr gut. Schöner Duft. Allgemein die ganzen Mugler Amen Düfte habe ich ja alle. Finde ich wirklich gut. Ja. Ja. Schade, dass das hier immer weggeht. Office for Man finde ich ganz gut. Ja, also, ja, finde ich ein guter Duft. Sagte ich ja schon. Also, umso länger man ihn trägt, umso besser wird der. Und ist fürs Büro ist er, hält er den ganzen Tag. Dua-Düfte kenne ich immer noch nicht, wie gesagt. Kryptomint finde ich auch nicht schlecht. So ein bisschen After Eight-mäßig, ne? Gerade was gezogen? Zur Lay Blanche gezogen. Ist auch gut. Der Sommer kann kommen. Ja, hoffen wir denn mal, ne? Bis jetzt sieht es nicht unbedingt wirklich so aus. Ist eigentlich schade, dass hier über Handy der Chat nicht im Display immer bleibt. Muss immer wieder heran. YouTube, ey. Ach Mann, Leute, ja. Von wem ist der? Der Royal. Kenne ich gar nicht. Das kenne ich gar nicht. Also Leute, wenn ich hier nicht alle Nachrichten sehe, ne, das ist hier immer über Handy, immer wieder das Übliche. Ich kriege hier nicht alle Handy, alle Nachrichten rüber. Deswegen ist das mit live draußen zwar cool, aber ja. Oh, Leute, nicht so schnell, dann werde ich so und so. Dann ist hier gerade Jil Sander Sun auch nicht schlecht. Dior Parfüm wird doch verkauft. Keine Ahnung, was geht das da? Dior Parfüm ist geil. Air Tiger kenne ich nicht. Halloween Man X, guter Duft, okay. Sunshine Man getestet. Weiß noch immer nicht, ob du den Duft hast. Ah, Pomme ist ein ganz anderer Duft, aber Sunshine Man ist geil. Ist schon geil. Nochmal Air Tiger, kenne ich nicht. Ich habe jetzt abends den Duft. Warte, ich zeig den, das ist besser. Ich kenne ihn ja, aber ne, das ist effektmäßig besser. Habe ich den überhaupt mitgenommen? Ich glaube ja. Einen teuren Duft auf jeden Fall. Und zwar diesen Duft hier. Oh, geblendet hier. Zartimut. Zartimut, wie auch immer. Zartimut. Geile Kurtscheine, der beste Rosenduft für mich, den es auf dem Markt gibt. MFK auch genau abgekürzt. Sehr geiler Duft. Zwei Sprüher drauf. Und es haut alles weg. Also ich finde ja Nexus sehr geil, aber ich trage ihn ja nicht immer. René, wir haben in Hamburg keine Ausgangssperre, weil wir unter 70 sind inzwischen. Seit Mittwoch 0 Uhr gibt es in Hamburg keine Ausgangssperre mehr. Deswegen bin ich unterwegs natürlich. Nee, das ist nicht süß. Das ist zwar ein bisschen süß, aber nicht. Hammer, hammergeiler Duft. Winterhude, okay. Ja. Sehr, sehr nice. Dann musst du wieder nach Hamburg kommen. Wieso zieht ihr immer so viel die Nachrichten zurück? Schreibt ihr dich falsch oder was ist da los? Painless Schattenwelt, Dua. Du bist echt ein Dua-Fan, ne? Ja. Hazelblade. Cool, relax, David of Relax. Das ist ein geiler Duft, absolut geiler Duft.
Wer den noch hat oder bekommen kann, sehr geil. Natürlich auch Extract de Parfum. Noch ein bisschen besser als das Eau de Parfum. Das Eau de Parfum fand ich nicht ganz. Also ist auch nice, aber nicht ganz so nice. Daniel, nein, habe ich noch nicht getestet. Hot Water mochte ich nicht so gern. Da kam ich nicht irgendwie so gegen an. Das war nicht mein Duft, den habe ich wieder verkauft. Tom Ford Guay Vetiver ist ein sehr nicer Vetiver-Duft. Du, 165 Euro, überlegt euch mal, guck mal, ey, überlegt euch das mal. Zuzüglich Versandkosten und Zoll. Exokiller, in Hamburg bin ich unterwegs. Vetiver von Glörn, will ich immer so schön sagen. Natürlich, bester, im Endeffekt bester Vetiver-Duft. Mit den Vetiver Extreme, mit Best. Muss man aber mögen, ne? Muss man mögen, Leute. Muss man mögen. Hot Water war enttäuschend. Danke, das gebe ich so auch weiter. Das stimmt. Na Doc, was sagst du zu Shades hier? Come on. Was soll ich dazu sagen? Wir waren einfach schwach. Vor allen Dingen die zweite Halbzeit war eine absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ist das Schwachsinn. 700 Euro für Relax, ey. Deutsche Cabana Light Blue ist gut. Frank Oliver, nein, kenne ich nicht den Duft. Im Moment sitze ich in dem Wagen meiner Frau und das ist ein Golf 3 Cabriolet wegen Sommer und das ist doch der letzte, der vom Band gerollt ist. Deswegen wird meine Frau den nie weggeben, weil sie den auch von 0 Kilometer gefahren ist. Und mit dem fahre ich gern los, hatte vorhin auch auf, weil es regnet aktuell nicht. Gute Luft eigentlich jetzt. Ja, jetzt habe ich zugemacht. Schaust du das? Ist der schon wieder der Song Contest? Ja, ich, also, aber der richtige, nicht dieses Vorentscheidkrempel, ne? Ja, das gucke ich immer. Also die Mucke mache ich ja nicht. Ich mache gar nichts, was da läuft. Ich gucke nur am liebsten ist die, im Endeffekt die Punktevergabe. Aber das ist doch alles Schmuder irgendwie. Aber ich gucke das trotzdem eigentlich immer. Nein, Lars, den Light Blue Pure Forever kommt. Eventuell werde ich den testen. Muss ja mal alles passen und so weiter, ne? Ihr werdet ihn bestimmt unter die Nase bekommen. Jamal, naja gut, wenn dir der das wert ist und der verschweißt war und der original ist und so weiter und hinten auch den Flötenspieler drauf hat, ist alles best. Also ich hätte dann trotzdem nicht 700 Euro, aber ist klar, ne, wenn, ist ja alles legitim. Ja, ich war ja noch nicht bei Douglas. Solange das alles, ich bin ja nicht so viel unterwegs oder groß in Einkaufszentren oder in Einkaufsmeilen mehr im Moment. Und ja. Interlude Man für eine Hochzeit. Ja, also eins. Ich sage ja immer, ein, zwei Sprühe, der geht, der ist wirklich nice, aber wann ist die Hochzeit? Wenn die natürlich im Sommer geht, hingeht und es warm ist, ist der ein bisschen zu hart, würde ich mal sagen. Aber der ist schon sonst, mit einem Anzug kommt der kommt auch cool, ne? Klar. Björn, für mich, ja. Eau de Sauvage geht immer. Ich habe ja diese ganzen, also das Eau de Parfum,
Dann die alte Version von 2012, dann das Cologne für den Sommer und das Original natürlich. Das geile Düfte. Sollte man haben. Kann man Deutsche Gabbana so in den Alltag tragen? Ja, kann man. Was für ein Auto fahre ich, habe ich eben schon gesagt. Big Mad Max, okay. Ach so, hier, weil da, hier, wie heißt, jetzt ist das hier wieder weg, den von Amourage, den Sammy da gesagt hat. Wie heißt der nochmal? Bellroad Man, keine Ahnung. Wie ist der eigentlich? Den habe ich nie unter der Nase gehabt. Bester Creed-Duft. Für mich Royal Oud. Seitdem ich Creed kenne, Royal Oud. Jetzt fängt es wieder an zu regnen ein bisschen. Sammy, okay. In welche Richtung geht der denn? Also ich habe den wirklich, das ist der einzige, den ich hatte nie unter der Nase gehabt. Ich glaube, das ist der, den ich meine, ja. Dominik, Royal Mefair, findest du der Royal Mefair? Ich weiß nicht. Ja, der riecht nicht so wie viele. Aber irgendwie. Desire Toxic, okay. Ja. Was kostet bei 15 Mal die Karlan? Weiß ich, aktuell müsste der 200, also die große Flasche. 210, die große, ich weiß es nicht, habe ich nicht aus dem Kopf. Benjamin, vielen Dank erstmal. Ich versuche immer mein Bestes, natürlich, am Start zu sein. Nee, nur mal ganz kurz geschrieben von Jeremy. Aber der ist ja aktuell da in den USA beschäftigt, etc. Björn, welchen Duft meinst du jetzt? Also immer ein bisschen was dazu schreiben, dann vergesse ich das, weil hier so viel kommt, deswegen, und manches auch gar nicht kann, warum auch immer. Top 5 Best of All Time. Das ist so schwer, also aus dem Stegreif. Also Nexus ist dabei natürlich. Ich finde Dior Parfüm Hammer. Sogar das den Lanvin de Lhomme Intense, sehr lecker, sehr sexy. Einer der besten Date-Düfte übrigens. Amber Star von Search of is geil. Schwer, ganz schwer. Dann gibt es natürlich um die alten Düfte, gibt es ja auch noch. Ich finde Background von Jill Sander ein Hammerduft. Ganz schwer. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube eher nicht, dass mit Bas Sultan Hengs. Keine Ahnung. Der hat im Moment da viel zu tun und vor allen Dingen hängt er ja mit Flair darum, keine Ahnung, ob da. Storner mit Yoda Ultramilch, schwer, ganz schwer, das sind so hammersüße Düfte. Puh, kann ich nicht wirklich sagen, das ist schwer. Müsste ich mal so ein Video machen, dann echt überlegen. Ich finde, der Stronger with You ist ein bisschen erwachsener, ne? Aber ja, ich glaube den eher. Obwohl ich den Ultraman in dem Fall, wenn es um süße Düfte, auch, ich finde ihn gut, ne? Aber ich weiß nicht. Achso, Old Sauvage. 2017er Björn. Also es gibt die 2012er Version so und so nicht mehr, die Parfüm-Version. Deswegen. Die 2017er Eau Sauvage Parfüm oder Eau de Parfüm, glaube ich, Hammerduft. Sehr geil. Valentino, den kenne ich, glaube ich, nicht. Aber pur, ja. Ist aber auch gut.
trocken, was heißt das? Also trocken finde ich den, ich weiß nicht, habe ich hier Nexus jetzt nicht so, also einfach süß, also perfekt abgestimmt, süßlich, Honig. Ja, trocken habe ich den wirklich noch gar nicht so aufgefasst. Percival Meinung. Percival ist ein sehr guter Sommerduft. Hält auch gut. Kuhstallut. Wenn du Düfte hast, die wirklich Kuhstallut-mäßig, das ist immer hardcore. Das muss man echt, echt mögen. Das darf dann aber auch nicht über den ganzen Verlauf so sein, weil dann wird es schlimm. Das ist nicht schön. Ich wollte gerade sagen, trocken ist der auch, der ist eine super, also ne. Hansi, Hansi, ich bin nicht so auf Louis Vuitton-Düfte, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Mach das mal, Björn. Sehr geiler Duft. Nein, den Louis Vuitton habe ich immer noch nicht getestet. Ich war noch nicht da. Kaufst du oft Düfte blind oder testest du immer vorher? Ich kaufe zu 90% blind. Dog Bessermann, vielen Dank. Soul Weeper, Wepper. Schwer zu. Weeper, Weeper. Wie wird das ausgesprochen? Fälschung, okay. Labasam, Gameplay, würdest du T-Rex empfehlen? Also die ganzen Zoologist-Düfte, zu Logic, wie auch immer, empfehle ich ja so und so immer, weil ich ein großer Fan von diesem Haus bin. Ich habe ja fast alle Düfte, also richtig. Und ich, natürlich, ich würde T-Rex empfehlen, aber ich weiß nicht, was für Düfte du sonst hast. Und T-Rex braucht man Eier und das ist wirklich ein nicht normaler Duft, sagen wir mal so. Wirklich nicht. Wie viele Düfte besitzt du ungefähr? 480, 485, glaube ich. Creed-Fälschung. Muss immer in den Deckel gucken, Bearbeitung, OVP. Meistens ist die OVP falsche Farbe. Und so weiter und so fort. In meiner Gruppe letztens, ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe für Leute, die das noch nicht wissen. Schaut mal in meine Facebook-Gruppe. Und normale Seite natürlich. Also Facebook, Fragrance noch normal und dann noch eine Facebook-Gruppe. Da hat einer letztens Tester, glaube ich, auch Tester sind nicht weiß, von Searchoff reingesetzt. Searchoff hat keine weiße OVP und Co. Ne, oder auch schon gar keine komplett weiße, wo nichts draufsteht und schon mal gar nicht die Leder-Etui in weiß zum Beispiel. Na gut zu wissen, Afternoon, Servus. Creed-Tester weiß ich nicht jetzt. Aber Creed-Tester sind, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen. Lange nicht gesehen. Creed-Tester. Ja, wenn es ein Original-Tester ist und du kriegst einen Tester, kannst du den auch nehmen. Das ist was anderes, ne? Wenn du weißt von der Quelle oder wenn du jemanden kennst, der aus der Parfümerie dir einen Tester gibt. Das ist was anderes. Das ist ja auch alles in Ordnung. Die sind auch. Das ist genau dasselbe. Nur, dass du die OVP meistens nicht mitbekommst, sondern nur den Tester. Dann ist das dasselbe. Darum geht's nicht. Nur Leute, die irgendwo Tester verkaufen, erstens ist das nicht erlaubt, zweitens muss man da aufpassen.
Barzinsen, den habe ich nicht mehr im Kopf wirklich, ehrlich gesagt. Der ist so lange weg. Black Orchid bestellt. Sehr gut. Ja, Casamorati 1888 ist wirklich, wirklich hammergut. Date, ein Date, der beste Date-Duft. Den habe ich immer vergessen, aber es ist wirklich La Nuit de l'Homme von Yves Saint Laurent, aber das Parfüm. Ja, Quatsch, das Intense. Sehr geil. La Nuit de l'Homme Intense. Ist leider eingestellt worden, aber falls du da noch was kriegst, sehr geil. Ja, ich habe ja manchmal mehr. Also, ich habe jetzt abends einen anderen Duft drauf. Ich habe jetzt einen MFK Oud Sardin Mood drauf. Als Extrakt der Parfüm. Ich will nämlich Hardcore riechen. T-Rex oder plus Chorus. Das kannst du ja mal. Ja, genau. Das mach mal. T-Rex plus Chorus und dann sagen wir mal Bescheid. Und das wird aber geil. Polo Sport im Sommer gut. Ja, die gehen im Sommer, ja. So, ich komme hier nicht mehr hinter. Die zeigen immer was anderes. 56 Zuschauer und nur 3 Likes. Was heißt 3 Likes? Daumen hoch, ich sehe da 16 aktuell. Aber können ruhig mehr werden. Haut mal rauf da auf die Daumen nach oben. Welches Auto fährst du wieder? Ich bin aktuell mit meiner Frau, das Auto unterwegs. Und zwar ein Golf 3 Polo, wollte ich schon sagen. Genau. Guck mal, ich fahre sonst das Auto nicht so. Golf 3 Cabriolet. Der letzte, der von der Stange gelaufen ist. Den wird meine Frau nie verkaufen, weil er mal was wert ist. Und weil der Cabriolet ist, ich hatte vorhin offen, bin vorhin offen losgefahren. Manchmal mache ich das und dann nehme ich immer das Auto von meiner Frau. Und damit geht das. Aber jetzt regnet das wieder. Jetzt habe ich zugemacht. Prada Black ist dann okay. Das ist die Iris. Aber ist nicht mein Lieblingsding. So, Leute. Dadurch, dass ich leider draußen bin und hier leider kein WLAN habe, muss ich jetzt Schluss machen. Aber manche machen ja nur 5 Minuten. Immer und 6 Minuten. Oder was weiß ich. Und ich sonst eigentlich immer 2 Stunden oder so, anderthalb. Jetzt mal schon wieder 28 Minuten, aber sonst haut mir mein Datenvolumen weg. Aber ich wollte einfach mal ganz kurz live gehen, Leute. Und Leighton Exclusive ist gut, aber als letzte Antwort, Leighton Exclusive ist gut, aber Leighton Original ist besser für mich persönlich. So, Leute. Das nächste Mal natürlich vielleicht ein bisschen länger. Aber dann wieder von zu Hause, einfach mal jetzt kurz halbe Stunde live, ist auch in Ordnung. Datenvolumen weggeballert, kostet auch Geld, ne, Leute? Und ja, dann denke ich mal, sehen wir uns wieder in aller Frische. Und für euch dann bald auch wieder, ab Sonntag ist es, glaube ich, soweit. Ist für alle, glaube ich, na, nicht für alle. In Thüringen ganz bestimmt nicht, aber dann könnt ihr auch rausgehen wieder nach 9 Uhr. Ne? Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal und haut rein.